Ihr habt so richtig Wut und Ärger in euch aufgestaut und möchtet ihn gerne loswerden. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu schaffen. Es ist doch so. Normalerweise denkt ihr, der müsste das doch langsam begreifen. Ich habe das doch jetzt schon 100 Mal gesagt. Wieso ändert er sich nicht? Die Antwort ist ganz einfach. Du kannst deinen Partner nicht ändern. Das, was du ändern kannst in einer Partnerschaft, ist dich selbst. Beziehungsweise was möglich ist, die Abläufe zu ändern. Ihr findet viele Möglichkeiten, wo ihr euch informieren könnt, warum das so ist, was ihr so machen könnt. Da gibt es unendlich viele Videos zu, aber es gibt wenige Videos, wo euch erläutert wird, was ihr konkret und praktisch tun könnt. Eine Möglichkeit ist die, dass wir in Stufe 2 übergehen. Das Video, das ich zuvor gedreht habe, war ja das Warming-up. Und jetzt seid ihr in einer Partnerschaft und ihr entscheidet euch, eure Konflikte in der Partnerschaft gemeinsam zu lösen, wenn es um Wut und Ärger geht. Deshalb wird Partner A sich bereit erklären, so ungefähr 5 Minuten lang einfach zu erzählen, was ihn die letzte Woche oder wenn euch irgendwas anderes aus der Vergangenheit einfällt, geärgert hat, wo er wütend wurde über euch. Und ihr hört zu und immer wenn ihr das Gefühl habt, ja, das ist eine Sache, ich kann mich gut erinnern, dann nickt ihr. Das Nicken und der Blickkontakt sind wichtig, A, um den anderen nicht zu unterbrechen und natürlich auch B, um ihm zu signalisieren, ich bin ganz bei dir. Nach diesen 5 Minuten ist der andere Partner B dran und berichtet jetzt dem Partner, was er gehört hat und wiederholt das Ganze aus der Sicht von sich selbst. Also, du hast das gefühlt in jener Situation, als ich das und das gemacht habe, hast du das empfunden. So in der Art. Der Partner A hat jetzt die wichtige Aufgabe, sich total zurückzuhalten, nicht einzugreifen oder emotional aufzubrausen, sondern zu nicken und den Blickkontakt zu halten. Mehr nicht. Anschließend ist Partner A dran, die Fehler zu korrigieren, was Partner B nicht richtig dargestellt hat, seiner Meinung nach, und vielleicht was fehlt. Und die letzte Phase dieser Übung ist, dass Partner B sagt, als du mir das jetzt erzählt hast, ist das und das Gefühl in mir hochgekommen. Das ist wichtig, dass er aus seiner Sicht schildert, was hat dieses Ärgererlebnis in ihm ausgelöst, nachdem er das jetzt vom Partner A gehört hat. Also, was ihr hier versucht herauszufinden, ist die Beobachtungsgabe einzusetzen, um den anderen tatsächlich zu verstehen. Was wir im normalen Miteinander tun, und das ist jetzt der therapeutische Ansatz, wir sind zu schnell bei uns selbst. Wir versuchen immer, unsere Umgebung und uns selbst zu schützen und den anderen entweder zu attackieren oder aber zu flüchten. Und aus diesem Teufelskreis wollen wir ausbrechen. Phase 2 ist dann ganz einfach. Wenn jetzt der eine von euch denkt, oh Mann, was ist das denn? Ich mache doch da nicht so ein Spiel draus, dann kann ich euch nur eins sagen. Wenn ihr tatsächlich in eine Krise geraten würdet und eure Partnerschaft ist der Grund für diese Krise, was ja nicht unüblich ist, dann seid ihr froh über solche Übungen. Und das Zweite ist, wenn ihr das rechtzeitig macht, es geht ja darum, dass ihr zu einer Selbsterkenntnis kommt. Ihr könnt eigentlich nur euch selbst erkennen, denn in den ersten 10 Sekunden ist alles Ärgern Reflex. Das heißt, es kommt einfach raus, das könnt ihr wirklich nicht steuern. Aber alles, wenn ihr nach 10 zählt und weiterzählt, dann ist alles, was danach kommt, möglich zu steuern. Und ganz ehrlich, ihr seid bei einem Partner, ärgert euch und die Beziehung geht vielleicht deswegen sogar in die Brüche. Ihr verliebt euch in den nächsten und ihr müsst feststellen, ich habe wieder den Falschen gewählt. Nein, ihr habt nicht den Falschen unbedingt gewählt, sondern ein Grund ist, ihr
habt euch selbst nicht weiter fortgebildet. Ihr seid kein Stück weitergekommen. Ihr verhaltet euch immer noch. Ihr seid immer noch in diesem Teufelskreis. Aber kommen wir zu Teil 2 der Übung. In Teil 2 der Übung werdet ihr die Rollen tauschen. Der Partner B, der eben zugehört hat, wird sich jetzt erinnern an eine Situation, die ihn zur Raserei gebracht hat, die in ihm Wut und Ärger ausgelöst hat. Es ist die Aufgabe vom Partner A, genau zuzuhören und mit Blickkontakt haltend zu nicken. Danach wird Partner A das Ganze wiederholen. Und was ich eben vergessen habe, beim Erzählen muss Partner B nicken und den Blickkontakt halten, darf ihn nicht unterbrechen. Und Partner A wiederholt, was er gerade von Partner B gehört hat. Das Wichtigste ist auch hier, die eigene Emotion zu unterdrücken, den Wunsch, da irgendwas von sich selbst reinzubringen, irgendwelche Rechtfertigungen, irgendwie, ja, was soll das denn auch? Nein, bleibt cool. Das könnt ihr doch sonst auch. In der dritten Phase werden Fehler und Vergessenes korrigiert und in der letzten Phase, wie eben schon geschehen, sagt Partner A, was ihm jetzt da als Überraschendes aufgefallen ist, was das Ganze mit dem Partner gemacht hat. Das ist eine Übung aus der kognitiven Therapiepraxis, die so auch tatsächlich durchgeführt wird. Aber es gibt auch Zuhörer und Zuschauer unter euch, die haben keinen Partner. Die ärgern sich aber trotzdem und die werden trotzdem wütend. Ja, was können die denn eigentlich machen? Eine bewährte Praxis, zum Beispiel in Kliniken, jetzt lauft nicht gleich davon. Klinikaufenthalt ist sehr verschrien in Deutschland, aber die, die da waren, sind total begeistert. Und diese Begeisterung kann sich nicht verteilen, weil die Scham besetzt ist. Ach, ich war in der Psychiatrie. Also, ich lasse euch da mal kurz reinschauen, was da abläuft. Und zwar durch diese Übung. Ihr braucht einen Timer. Und es wäre schön, wenn ihr jemanden nehmt, der als Kumpel oder als Vertrauter anwesend ist. Hierbei geht es nicht um die Thematik Partnerschaft, sondern es geht darum, dass ihr euch vornehmt, zu entdecken, was ist euer Problem. Und das könnt ihr nur zum Beispiel durch diese Übung. Ihr werdet euren Timer auf 5 Minuten setzen. Und ihr dürft nicht vorher aufhören zu reden, bevor diese 5 Minuten nicht um sind. Und ihr nehmt euch ein Erlebnis und schildert es. Wenn ihr ganz allein seid, dann nehmt ihr es auf. Besser wäre es, einen Partner zu haben. Dann redet ihr die 5 Minuten alles runter, was euch dazu einfällt. Alle Umstände zu dem Ärger, wie es dazu kam, was es mit euch gemacht hat, wie ihr euch jetzt fühlt. Alles, aber 5 Minuten. Und ihr werdet merken, uff, das ist eine lange Zeit. Oder ihr merkt, oh, die Zeit, die reicht gar nicht. Also eigentlich könnte ich auch 3 Stunden reden. Jetzt kommt Teil 2 der Übung. Ihr stellt euren Timer auf 3 Minuten. Und ihr müsst euch vornehmen, das zu reduzieren. Was ihr eben in 5 Minuten erzählt habt, müsst ihr jetzt in 3 Minuten erzählen. Bitte nicht die doppelte oder dreifache Geschwindigkeit beim Sprechen anwenden. Nein. Es geht darum, auf den wesentlichen Kern eures Wut- und Ärgerproblems zu stoßen. Also, ihr habt 3 Minuten Zeit. Nach den 3 Minuten habt ihr noch eine Abschlussübung. Und lasst mal raten, was das ist. A. Bingo. 1 Minute. Jetzt müsst ihr euren Ärger, eure Wut über dasselbe Ereignis in 1 Minute formulieren. Tja, da müsst ihr schon mal entscheiden, was ihr weglasst. Tja, da müsst ihr euch schon mal fokussieren auf das Hauptproblem. Und ich sage, euer Geist weiß eher, was das Hauptproblem ist, als eure Zunge. Und wenn ihr dann das Ganze retour passieren lasst, also noch einmal hinterdenkt, dann wird euch auffallen, okay, ich habe das Problem entdeckt. Das ist praktisches Beispiel aus der Psychotherapie. Eins möchte ich noch dazu sagen. Ich habe von dem Teufelskreis geredet, von Wut und von Ärger. Was ist denn dieser Teufelskreis?
Wenn ihr nach den 10 Sekunden, die jeder Mensch gleich explodiert, in diesen Rhythmus verfallt, der euch ja momentan überhaupt nicht bewusst ist, dann sind das folgende Elemente. Es ist die Überzeugung, und zwar die Grundüberzeugung, die ihr habt. Welche Überzeugung kann es denn sein? Sag ich gleich. Dann habt ihr immer dasselbe Gefühl. Das solltet ihr beobachten. Außerdem seid ihr in diesem Teufelskreis gefangen, weil ihr das momentane Wut-Ärger-Erlebnis immer in Verbindung setzt mit euren Erfahrungen. Schon immer. Damals schon. Allein diese Worte weisen darauf hin, dass ihr diese Assoziation habt und das bringt euch leider, das triggert den Teufelskreis. Und das Letzte, das sind die Gedanken. Die Gedanken über euch selbst, obwohl ihr die vielleicht gar nicht so viel habt, denn die Gedanken über den Partner, der ja jetzt alles falsch macht, die sind viel stärker als die Gedanken, die ihr über euch selbst. Schließlich möchte ich euch mitteilen, was denn da die Möglichkeit ist, wo ihr ansetzt, was ihr beobachten solltet, wenn ihr euch das nächste Mal ärgert, damit das Ganze endlich aufhört und ihr endlich ruhig in eurer Partnerschaft oder euch richtig verlieben könnt, ohne befürchten zu müssen, dass die nächste Trennung ins Haus steht. Okay, was kann das sein? Als erstes, ihr nehmt alles persönlich. Ach, klar, ich schon wieder. Eure Wertvorstellung, überhaupt eure Vorstellung von euch selbst, ihr habt das Gefühl, das ist die Vollattacke. Der will mir mein Ich klauen. Der lässt mich nicht ich sein. Ah, das macht ihr. Oder ihr habt Erwartungen oder ihr habt Forderungen. Euer Hochzeitstag. Er kommt zu spät nach Hause, hat keine Blumen mitgebracht. Oh, geschweige denn irgendein Geschenk. Okay, am Telefon hat er euch gratuliert. Überzogene Wut-Ärger-Reaktion, weil Forderungen und Erwartungen nicht erfüllt wurden. Was kann man machen? Vielleicht die eigenen Forderungen und Erwartungen anpassen? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so einen Tag gehabt habt? Wie würdet ihr reagieren, wenn jemand von euch immer erwartet, dass ihr in sexy Dessous-Unterwäsche durchs Wohnzimmer lauft und mit eurem Po wackelt? Ich meine, wer solche Erwartungen hat, ist doch klar, dass das Wut und Ärger produziert. Ist doch logisch. Das Dritte ist die Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit im Leben, vielleicht mit Arbeit, ihr kommt nach Hause, ist doch klar, dass ihr die auf andere projiziert. Und auf wen? Wen trifft es? Immer den, der für euch der liebste Mensch ist. Oder? Und jetzt ist leider etwas, was ich sagen muss, ihr seid zu schwach. Zu schwach heißt, ihr wollt gefallen. Ihr wollt in dem Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Oder aber, Schwäche zeigt sich auch durch, ja, ist gut. Ist meine Schuld. Dieses Wort Schuld ist ein Signalwort. Also, wenn ihr diese vier Elemente A an euch erkennt und B nach den 10 Sekunden Wutärger beachtet, dann habt ihr Chancen. Von den Coaches habe ich gehört, dass es da ein paar Schritte gibt, die mich nicht wirklich überzeugen, weil selbst ich als Therapeut könnte die nicht einhalten. Natürlich ist es so, dass ich als Mensch das natürlich in der Therapie mache. Das ist quasi was Automatisches. Aber diese Schritte könnte ich nicht so eins zu eins umsetzen. Aber ich will sie euch nicht vorenthalten. Und zwar, bevor ihr überhaupt Stopp sagen müsst und aus einem Wut-Ärger-Streit aussteigt, damit nicht die Fetzen fliegen, gibt es drei andere Stufen vorher. Sozusagen die Ampel grün, gelb, rot, bevor dunkelrot kommt und dunkelrot. Wenn ihr bei grün seid, der Streit beginnt zu eskalieren, dann solltet ihr empathisch sein. Wer kann schon empathisch sein? Okay, ist eure Entscheidung. Das wäre die erste Stufe. Wenn es euch gelingt, euch in den anderen hineinzufühlen, wie es dem jetzt gerade geht, dann könntet ihr tatsächlich aus diesem Streit aussteigen.
ganz früh bei Ampel grün. Gelb bedeutet euch ehrlich mitteilen. Beschreibt die Situation. Step 1. Du schreist. Step 2. Gefühle. Das verletzt mich oder es verunsichert mich. Es macht mir Angst. Step 3 wäre das Bedürfnis äußern. Es wäre mir wichtig, dass du. Step 4 die Bitte. Bitte, kannst du noch einmal sagen, was du damit meinst? Ohne Emotion. Leute, ehrlich, wer schafft das? Step 3, und zwar dritte Stufe, ist die Selbsteinfühlung. Das ist die Stufe Rot. Die Einfühlung und die Selbsteinfühlung, das heißt, ihr müsst euch eingestehen, dass ihr schon getriggert seid, dass ihr schon in eurem Teufelskreis drin steckt und dass ihr gar nicht mitfühlen könnt. Okay, ich lasse das hier mal unkommentiert. Und dann kommt die Einfühlung bekommen und das wäre dann, es ist kein Handlungsspielraum mehr da, es ist nichts zu machen. Also stopp, raus. Nehmt es, wie ihr es wollt, probiert aus, nehmt hin, was euch gegeben ward und genießt euren Tag. Ciao.